Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Fliff. Und ja, ich stehe jetzt noch gerade am Briefkasten. Ja, Nono ist wieder dabei. Ich habe eine neue Nachricht erhalten, das wollen wir gleich mal abprüfen, denn jetzt sind wir gerade da, das ist doch ganz praktisch. Ach du Scheiße. Das sind viele Nachrichten. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Leute, danke für die ganzen Nachrichten, das ist eigentlich immer, wow. Ach, ein Löwen, ha ja, ein Löwen. Es ist echt immer Hammer. Freue mich auch immer sehr darüber. Ach du Scheiße, noch richtig viel Petfood. Schadet auch nie. Ja, sterben soll es nämlich nicht. Mir ist schon mal eins gestorben. So, also Dankeschön auf jeden Fall dafür. Level 55er Nagel, Dings, der Bums da. So, warum ich jetzt hier eigentlich stehe, ist der Grund, ich habe letztes Mal versucht, noch vergeblich ganz schnell hier befördern. Ich wollte sie befördern. Das Ganze hat zwar so teilweise geklappt. Sie hat jetzt zwar einen neuen Titel, aber hier die ganzen Einstellungen wurden nämlich noch nicht gemacht. Und das ist dann irgendwie auch blöd. So, Titel beitreten. Das ist jetzt, ich habe jetzt ehrlich gesagt hier nicht so wirklich eine Ahnung von. Aber auf jeden Fall beitreten. Rang, was macht ein Rang jetzt bitte? Ich habe keine Ahnung. Ninja Item, ja, das passt doch so, oder? Das passt doch so. Ja, super, das ist schön. So. So, und jetzt, ja, jetzt nochmal schnell auf den neuesten Stand kommen hier. Also jetzt den Löwen mal angucken. Den müssen wir natürlich jetzt einmal... Das muss jetzt sein. Ich wollte eigentlich da rein haben. Bam. Da haben wir ihn, was der nette Löwe. Und ihr seht, er verliert pro Sekunde eben ein Leben. Das heißt, ich packe ihn jetzt auch schon gleich wieder schnell ein, weil ich noch kein Petfood drin habe. Das Ganze ist relativ praktisch, weil einfach, ja, er gibt einem halt, was gibt er einem überhaupt? Er gibt einem STA plus 1 und ja, der wohl stärkste Löwe der Hölle. Seine Zähne sind stärker als jeder Diamant. Perfekt. Nur braucht man dafür immer noch Petfood hier schön drin. Sonst stirbt er einem weg. Das Blöde ist an solchen Pets halt... ja, die eben... Die können leider sterben, auch wenn man selber stirbt. Weil das ist ja bei Sammelpets oder so nicht der Fall. Man muss sie auch nicht füttern. Es ist nun mal, ja, leider so. Ach, und ich bin... ja, ich wollte nicht ins Slot-Menü. So. Okay, also ja, insgesamt sind wir schon 7 von 38 Leuten. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Und wir sind schon Level 10. Level 10. Wie zur Hölle kommen wir so schnell hoch? Okay, okay, also auf jeden Fall, ich würde jetzt mal sagen, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen hier. Fliege ich jetzt einfach mal, beziehungsweise ich fliege jetzt nicht. Ich habe nämlich was Besseres. Ich habe nämlich hier Blingwings, Flaris, St. Morning, Town, das bringt mir jetzt auch nicht weiter. So. Wo kriege ich jetzt... Ach du Kacke. Ich bin wieder so verplant hier ein bisschen, ich muss es leider zugeben, es ist nun mal so. Nein, da will ich nichts von, mein Gott. So, stopp. Ah, jetzt spackt es noch schön ab. Okay, wo gibt es jetzt hier diese Kackdinger hier? Mann. Mercenary, nein. Ich laufe wieder so planlos rum, das ist schon fast peinlich. Es ist peinlich, ich weiß. Es ist peinlich. Was zur Hölle, wo gibt's denn die? Ich finde die Scheiße nie. Ich finde die Scheiße nie. Na. Okay, da hinten. Ich laufe jetzt, ich weiß, ich laufe jetzt sehr planlos rum. Oh, ist ja super.
werde ich noch angerufen. So, jetzt fliege ich einfach mal hier mit meinem schönen Auto hier darüber, damit wir endlich diese Blingwings finden. Da kaufen wir uns jetzt ein ganzes Pack von, denn die Dinger sind praktisch. So. Okay, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit angerufen werde. Tschüss YouTube von Nono. Und ach ja, ich bin hier noch gar nicht fertig mit meinen Sachen, die ich machen wollte. Ich wollte nämlich noch jemanden einladen. Und zwar hier A3, A5, the best. Ich hoffe jetzt mal, es hat geklappt mit dem Verabreden. Mhm, ja, war klar. Es klappt nie. Sowas klappt echt nie. Warum klappt sowas nicht? So, Magie. Warte, da stand noch irgendwas. So, schöne Nachrichten. Okay, kann ich nichts mehr sagen. Okay, Blingwings, ich habe sie gefunden. Ich bin stolz auf mich. Darkon, 99 Stück. 99 Stück, 99 Stück, 99 Stück, 95.000. Aklacks für mich. Kaufen wir. So, perfekt. So, und jetzt schließen. Auf nach Darkon. Los geht's. Moment mal, Moment mal. Ist es nicht eigentlich voll blöd, was ich gerade mache? Es ist voll blöd. Scheiße. Okay. Habe ich noch irgendwas abzugeben? Nein, das ist eh ein Scheiß. Irgendwas, Kona, keine Ahnung was. Bete, Urano, das habe ich... Wie lange habe ich eigentlich schon diese Quest zum Teil? Ist der Wahnsinn. So, Thoma, das kann ich auch schon vergessen. Ich könnte doch jetzt einfach mal zur neuesten Sache gehen. Wo kriege ich denn diese Dinger hierher? So, dahin. Da gehen wir jetzt einfach hin. Müsste jetzt eigentlich angezeigt sein über meinem netten Schädel. Und da fliegen wir jetzt schön hin. So, auf geht's. Mein Gott. Sorry, dass das immer so lange dauert. Aber was soll's, ich meine, das ist halt alles hier, man muss auch ein bisschen auf dem neuesten Stand bleiben und immer, ja. Ich meine, wenn ich jetzt einfach nur spiele, dann könnte ich auch ein normales Spiel spielen und dann müsste es nicht online sein. Und ich meine, ich habe deswegen ja sowas so, deswegen benutze ich ja den offiziellen Server und so weiter und so fort. Da könnte ich jetzt auch wieder Geschichten drüber erzählen. Aber auf jeden Fall, ja, die Gilde soll wachsen, das fände ich schön und ich meine, es wollen ja auch anscheinend ein paar Leute rein, das freut mich natürlich auch immer. Und sonst, ja, Quests müssen natürlich aber auch sein. Das heißt, ich fliege da jetzt hin. Aber eigentlich, was ich nicht verstehe hier. A3. A5. Nein, ohne Leerzeichen. West. Ja, war ja toll. Also eigentlich war es verabredet, dass ich jetzt hier bin. Naja. Naja, fragt mich nicht, was da wieder los ist. Auf jeden Fall. Auf nach Darkon, auf nach Darkon, auf nach Darkon, schneller! Vielleicht habe ich wieder zu wenig Essen dabei. Die wollen mich alle echt verarschen, oder? Ach du Scheiße. Egal, ich versuche jetzt einfach mal, wie viel Essen ich denn so verbrauche. Ich hoffe mal nicht zu viel. So, fliege ich noch richtig? Ich fliege sogar noch richtig. Okay. Ja, mein Inventar ist endlich mal ein bisschen leerer. Das ist echt schön. Ist man ganz ungewohnt hier, aber ich finde es echt, ja, so muss das sein. Mit den ganzen Karten, die ganzen Karten sind ja jetzt weg. Ich hoffe mal, er kann damit was anfangen. Hoffe ich sehr. Ich muss gerade gucken, FP-Rate plus 57, FP-Rate plus, ja, irgendwie ist die ein bisschen, so ein ganz bisschen besser. So ein ganz, ganz bisschen. Ganz, ganz bisschen. Okay, so. Ach du Scheiße, jetzt spackt es auch noch. Mensch, Mensch, Mensch. Nein, das tut es natürlich nicht, denn es soll nicht spacken und das ist die Hauptsache. Sag mal, wo schickt er uns hier hin, Mann? Driller. Ach Scheiße, jetzt bin ich schon wieder drüber geflogen. Okay, Volt, die Volt-Dinger hier, die Volt-Dinger? Meinte die Volt-Dinger? Muss ich mal eben in der Quest nachgucken hier. Aha, das ist, schätze ich aber ehrlich gesagt mal von den Drill-Heinis da. Ja, die machen nämlich Ampere und die hier machen Reul oder was auch immer für Zeugs. Okay, mal eben gucken, welches Level die denn sind. Absteigen, Level 59. Ich würde mal sagen, wir gehen aber erst für den kleinen. Sorry. Ja, erstmal die kleinen begutachten, bevor man dann zu den höheren geht. Weil ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt hier Fernkämpfer machen oder was weiß ich, was die halt können. Ich war hier einmal, muss ich sagen. Einmal war ich in meiner ganzen
Laufbahn. Wenn man das so nennen kann. Und was ich da hier gemacht habe, war mich leveln lassen. Ich gebe es zu. Mehr habe ich hier nicht getan. So, die sind auch 59. Ich bin aber ja auch 59 und den bockt es gar nicht, dass ich den schlage. So, die ziehen mir schon mal ganz gut was ab. Das ist nicht so geil. Vor allem, weil ich kein Essen dabei habe. Aber, wenn sie mir was abziehen, kriege ich vielleicht, ach du Scheiße, auch noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Oder einfach ein bisschen mehr Drop-Raten. Das wäre nämlich alles, wie jetzt, Captain. Das finde ich jetzt nicht so geil. Der ist nämlich schon ein bisschen höher. Ach, jetzt habe ich natürlich noch einen Captain geholt, naja. So, und jetzt noch einmal hier schön 0. Komm, hau rauf. So. Ach, Moment, ich hole mein schönes iPad raus und da fliegt er und holt alles und macht mein ganzes Inventar wieder voll. Okay, passt. Gott, der flattert aber los, du. Ist ein richtiger Flatterheld. Heini-Typ. Aber es ist... Oh, ich finde das super süß. So, Small Driller ist ja nur schlecht eigentlich hier von wegen... Jetzt leuchtet auch mein Ding so, das ist auch nicht schlecht. Ja, Quest-Items findet er jetzt gerade nicht so toll. Wisst ihr was, Leute? Ich mache das Ganze erst. Albert noch mal rein. Hallo. Hallo. Ach so, er hat keinen Bock mehr. Ah, der scheiß Server hat wieder keinen Bock. Ach Gottle, okay, auf jeden Fall, ich wollte sagen, bevor es jetzt abkackt hier, wollte ich sagen, dass ich lieber zu denen hier gehe. Wieso? Wo kriege ich denn den Gammel her? Hier irgendwo, oder? Wieso? Da hinten. 57, ja, das ist doch schon besser. Und ich hoffe mal, dass die da gehen. Und fliege ich dann nächstes Mal hin. Oder jetzt kann ich ja nicht hinfliegen. Ach du Scheiße, okay, dann mache ich schnell Reconnect, also bis gleich. So, und da läuft wieder alles, hoffe ich zumindest. Ja, wir können in unser super duper Auto steigen. Das ist doch mal ein Erfolg. So, wir fliegen fast in die richtige Richtung. Weil wir wollten ja, wo wollten wir hin? Zu diesen netten Herren. Weil die noch ein bisschen drunter sind. Das finde ich sehr sympathisch. Ach Gott, warum öffnet sich ja immer diese hässliche Leiste? Die will doch kein Mensch haben. So. Uns fehlen noch 94 Erfahrungsdinger. Das ist sau viel. Naja, ich werde mich ins Zeug legen. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir hochkommen, aber ja, ich will halt trotzdem die Quest machen. Auch wenn ich die andere lasse ich ja jetzt schon weg, aber... Weil ich meine, jetzt noch zu diesen Luna-Heinis zu gehen oder was auch immer, was ich da holen sollte. Das war das hier. Oder? Toma, nicht Luna. Fast. Und das hier ist jetzt was? Ach, das wären diese anderen Viecher gewesen. So, auf jeden Fall hier bin ich doch richtig. Und bitte sei nicht aggressiv, das finde ich schon sehr nett. So, hier sind wir bei den Captains, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Captain, die sehen auch mal sehr seltsam aus. Also hier war ich noch nie, gar nicht. Captain, komm schon, gibt es hier nicht andere Viecher noch. Da ist der Gigant, der ist auch nett. Boah, ey, Mann, die Zeit läuft hier weg. Mein Gott, okay. Aber ich will hier wenigstens noch ein paar schöne Runden. Normale von denen bitte die Smallen. Das fände ich schon super. Wenn es die Smallen sind. Nein, hier sind auch noch die normalen. Sag mal, wo sind denn die Smallen? Bin ich jetzt genau wieder falsch rumgelaufen? Das wäre mal wieder Standard. Was ist das für einer? Sind es wieder Captains? Nee, sind die Smallen. Warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Nein. So, nochmal schön die Buffs auf. Aufpushen. Jetzt klingelt er schon. Das bockt mich jetzt aber gar nicht. So. Eibart raus und los geht's. So, den ziehen wir schon 1000 ab. Die ziehen uns zwar immer noch ein bisschen was ab. Bisschen viel. Bisschen sehr viel, finde ich. Bisschen zu viel. Aber egal, die sind relativ schnell tot, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und wisst ihr was? Da hier so wenig rumgammeln, nehmen wir einfach die Captains jetzt auch noch mit. Captains auch noch mit. Ja, ich wiederhole mich ungern. So. Und hätte ich jetzt den Löwen draußen, würde ich jetzt schon wieder richtig ins Schwitzen kommen, weil ich Angst hätte, dass er stirbt. Das ist immer die Gefahr. Naja, die sterben echt dermaßen schnell. Und du stirbst jetzt auch noch. Stirbst du?
Stirbst du wohl. Oh, schön abgespackt gestorben. So, dich können wir schließen. Jetzt wollen wir eben gucken, wie viel wir gekriegt haben überhaupt. Wir haben schon 2. Also das sieht doch machbar aus. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine gute Welle. Wir können auch gerne mal hier zu den anderen, die hier noch so rumgammeln und rumfahren oder was auch immer das für eine Fortbewegungsart ist, was die hier betreiben. Kann ich nicht ganz zuordnen. So, kommst du jetzt mit? Kommst du jetzt mit, ey? Sag mal. Gibt's ja gar nicht so unfreundliche Leute hier. Die Captain Nutty Wheel. Aha. Okay. Naja, wie gesagt, hier war ich noch nie. Aber sie droppen ganz gut. Sie ziehen mir nicht zu viel Leben ab. Ich kann die Captains nehmen. Und irgendwie finde ich das alles sehr sympathisch. Deshalb, ja, holt sich jetzt nochmal schön drauf. Hoffe natürlich, dass ich wieder schön ein paar Quest-Items bekomme. Der eine will natürlich wieder überleben wegen 4 blöden Punkten. So, warum kleines Albert willst du das nicht aufnehmen, hä? Warum? Warum willst du das nicht aufnehmen? Okay, ich sehe schon warum, weil es irgendwie spannend. So, jetzt ist er zufrieden. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine letzte Welle, damit wir auch ein bisschen was geschafft haben. Hier, wie viel Prozent haben wir jetzt? Immer noch 6. Ja, das ist jetzt nicht so die Menge, ne? Naja, das ist ja irgendwie auch ein bisschen blöd. Das liebe ich einfach hinten bei diesen Steamwalkern. Ich weiß nicht, ich liebe die einfach, weil die waren einfach perfekt, weil vom Level her, die waren aber auch perfekt von der Menge her, die da so rumlaufen. Nein, verdammte. Und da ist nicht so ein Gammel, der im Weg ist, wo man dann drüber spackt, ey. So, mein Gott. Bist du noch mit? Bist du noch mit? Jetzt noch eine schön große Welle nehmen. So muss das sein. Wenn ich jetzt verreck, dann bin ich sauer. Aber egal, ich verreck einfach nicht. Das ist ein guter Plan. So. Zack. Zack. Naja, nee, die haben einfach wenig Leben. Aber sie ziehen dann doch relativ viel ab. Muss man auch sagen. Ach, die hatten keine Lust zu sterben. Die hatten wohl keine Lust zu sterben. Na, dann kriegen sie jetzt was drauf. Hä, irgendwie haben die echt keine Lust, irgendwas zu machen. Greifen mich ja nicht mal an. Die wedeln da mit ihrem komischen Rad rum. Ach so, die spacken da hinterm Baum. Naja, okay. So, wir heben hier noch das Schöne auf. Jetzt versuche ich noch eine letzte Sache. Aber erst durch mein Eibad wieder rein, um es sicherzustellen. So, dann setze ich mir mein schickes Auto. Ja, ja. So, dann versuche ich nochmal eben ihn zu adden. A3, oder ich tippe den Namen falsch ein, aber ich glaube es nicht. The Best. Ja, okay, ist wohl offline. Oder auf einem komplett anderen Server, das könnte natürlich auch noch passiert sein, aber weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, hoffe hat euch gefallen, danke nochmal an Nono für, ja, hier, einfach mal, hier, ich zeig nochmal den Namen so, Ding, hier, da-dim, okay, einfach für die Geschenke, für den Löwen hier und für das ganze Petfood, was man wirklich gebrauchen kann. Also danke und, ja, bis zum nächsten Mal hier in Fliff, bis dahin, ciao!